Herzlich willkommen bei RBBQ. Heute machen wir nichts Einfaches als das perfekte Steak. Wie ihr das macht, zeige ich euch gerne in dieser Folge. Viel Spass! Das ist jetzt also mein Hauptdarsteller. Ein US Ribeye Black Angus. Ist etwa 700 Gramm schwer, mega marmoriert. Das muss doch gut kommen. Wie ihr seht, ist das 4,5 bis knapp 5 cm dick. Würzen tue ich es gerade vorher, und zwar mit ein bisschen Salz. Das ist übrigens ein Fleur de Sel, nehmt kein Tafelsalz, das wäre dann zu fest. Dann ein bisschen geschroteter Pfeffer. Und Knoblauchpulver. Würzen tun wir es natürlich von beiden Seiten. Decken tun wir noch drehen im Salz, das vorig ist. So passt das. Sieht super aus. Ich nehme mir jetzt den Steak und tue es in einen Vakuumbeutel. Jetzt wisst ihr auch etwa, wo die Reise wird hingehen. Kommt da links und rechts noch ein Thymianzweig dazu. Mein Steak tue ich jetzt ganz einfach vakuumieren, das heisst, ich sauge die Luft aus dem Säckchen raus. Hat schön Vakuum gezogen, sehr kompakt, tipptopp so. Das wäre jetzt also mein Sous-Vide-Gargerät. Es gibt Sticks, es gibt die Container. Ich habe jetzt diesen hier. Stellen ein, Kerntemperatur programmieren wir auf 54 Grad. Und wir sagen so weit pro Zentimeter 1 Stunde. 4,5 cm dick ist mein Steak. Mit Vorheizzeit, das passt. Der Sous Vide ist heiß. Ich tauche mein Steak ins Wasserbad und lasse das jetzt noch 3,5 Stunden gar ziehen. Jetzt, was mache ich 3,5 Stunden? Ich weiss mich schon zu beschäftigen. Weil mir das dann gleich zu langweilig ist, gibt es noch etwas neben dem Steak dazu. Und zwar habe ich hier einen Kürbis. Den schneiden wir in Würfel. Eine Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Dann zwei Knoblauchzehen, auch die grob gehackt. Ein Apfel, auch in Würfel. Das Ganze habe ich in einer Schüssel, das wird jetzt gewürzt mit Fleur de Sel. Dann habe ich hier ein Rassel Hanout, also das ist eine
Würzmischung aus Nordafrika, Marokko, Algerien. Das ist jetzt die scharfe Variante. Dann Safran, ebenfalls aus Nordafrika, der ist ein bisschen süßlicher. Und vorgekochte, gemischte Bohnen. Das Ganze mit ein bisschen Olivenöl abgerundet. Und kurz durchgeschwenkt. Das Bohnen-Kürbis-Gemüse kommt jetzt hier in so ein schwarzes Geschirrli. Und dann mache ich weiter mit dem Warenkorb Tomaten, Peperoni, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Aubergine und eine Zucchetti. Das wird alles in Würfel geschnitten, ähnlich wie ein Ratatouille. Tue ich mir alles da auch in eine Schüssel. Die Hälfte rein, die Hälfte daneben. Ja, nur so ist halt kochen. Auch das Gemüse tue ich würzen mit Fleur de Sel. Dann ist das auch wieder das Ras El Hanout, eine Gewürzmischung aus Marokko, aber die milde Variante mit viel weniger Chili drin. Grosszügig das Gemüse damit gewürzt, auch wieder einen schönen Schluck Olivenöl. Und das Ganze durchschwenken. Auch das Gemüse kommt in ein schwarzes Schälchen. Zudem gibt es noch ein Couscous. Couscous in einer Tasse, in eine schöne Schüssel. Couscous zum Vorquellen, gleich viel Couscous wie eine Hand, so viel kochendes heißes Wasser müssen nehmen. Und auch ein bisschen Salz dazu. Olivenöl. Und das kochende heiße Wasser übergüssen. Einmal durchschwenken. Dann mit Klarsichtfolien abdecken und das Ganze ca. 10 Minuten einfach stehen lassen. In 10 Minuten hat der Couscous schön gezogen. Jetzt tun wir den etwas auflockern. Und füllen auch den in ein schwarzes Geschirr. Was hat das eigentlich mit diesen schwarzen Schalen auf sich? Das ist der Unterteil für meine Tagine. Typisch Nordafrika, Tagine, mega. Der Gasgrill heizt sie jetzt auf einer Seite vor. Und dann kommen die zwei Gemüsetagine auf die indirekte Zone, also rechts, wo keine Hitze ist, so haben das nicht verbrennt. Das geht jetzt sicher eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde ziehe ich die etwas rüber. So hat es noch etwas Platz für das Couscous-Tagine. Ich komme dann wieder ganz dort rechts an, wo es am wenigsten Hitze hat. Der ist ja schon gekocht eigentlich und muss nur noch warm werden. In der Zwischenzeit zünde ich mir eine Anzündwolle an und stelle einen Chimney, also einen Anzündkamin voller Holzkohlen oben drauf und lasse den mal richtig Feuer fangen. Das sind jetzt etwa 5 Minuten vorbei. Es quant am Anfang ein bisschen. Jetzt nehme ich meine Sear Grate Platte, Grillrost, probiere den etwas zu platzieren, dass der von unten wirklich maximale Hitze bekommt. Das Fleisch ist soweit eigentlich gut.
nehmen wir das gute Stück mal raus und schauen das mal aus der Nähe an. Ich packe es jetzt mal aus dem Vakuumbeutel aus. Schmeckt tut das jetzt schon sehr stark nach Knoblauch und nach Beef, also wirklich einen angenehmen Geschmack. Legen wir das aufs Brettchen. Und jetzt beim Sous-Vide ist das immer so, das Fleisch mit einem Tüchlein, mit Papier gut rundum trocken tupfen. Wenn ihr ein feuchtes Fleisch habt und das dann angrilliert scharf, dann entsteht Wasserdampf und so gart euer Fleisch in der Mitte einfach viel zu schnell durch. Darum immer schön trocken tupfen. Ja, so sieht es aus, wenn etwas richtig, richtig heiß ist. Das Fleisch lege ich jetzt auf. Und es zischt und putzelt. Dem sagt man richtig scharf angrillieren. Ein flammendes Inferno, spektakulär. Das waren jetzt nur so etwa 30-40 Sekunden gewesen. Wunderschönes Branding von der Sear Grade. Der Guss ist richtig heiß, also. Einmal gedreht und weitere 30 bis 40 Sekunden die andere Seite anrösten. Das langt mir jetzt so. Ich nehme es aber noch aufs Brettchen und lasse es noch mal 2-3 Minuten einfach ruhen. Jetzt bin ich bereit für den Anschnitt. Schade ist das Licht nicht so gut. Es ist durchgehend rosa, hat ganz einen minimalen grauen Bratenrand. Und saftig ist es. Sieht gut aus, oder? Ist das wirklich das perfekte Steak? Saftig, salzig, würzig, zart, hat einen schönen Char. Ja, für mich ist das das perfekte Steak. Ich habe ein paar andere Sachen vom Grill. Ich mache einen schönen Teller für euch fertig. Probiert das mal an. So weit ist cool. Ist sehr entspannt. Zulegen, machen. Danke vielmals fürs Zuschauen. RBBQ. Tschüss zusammen. Ich richte mir jetzt hier noch mein Tellerli an. Gemüse dampft, ist auch ziemlich vom Volumen her zusammengefallen. Couscous, Ratatouille, das Kürbis-Bohnen-Gemüse und mein Sous-Vide US Ribeye. Schönes Tellerli. Hey, noch ein kurzes Fazit. Das vorher ist ein bisschen kurz ausgefallen. Das Steak Sous Vide Gart, Top-Qualität, US Ribeye natürlich,
ist einfach etwas vom Grössten, was es gibt. Ich war schon 10-mal in Argentinien. Ich weiss, was gutes Fleisch ist. Ich weiss, wie sie das machen. Und ich habe reingebissen und das hat mich genau nach Argentinien erinnert. Also für mich zurückversetzt worden. Das war einfach mega gewesen. Wirklich mega. Und der Rest der Beilagen, ja, ich habe von meiner Frau zwei Daumen nach oben bekommen. Das heisst, oh, alles gut, alles richtig gemacht. Also, wenn ihr wirklich ein Steak habt, so dick, sous vide und dann wirklich scharf angrillieren, das kommt einfach wirklich gut. Es hat nicht mehr Salz gebraucht, obwohl es so dick war. Also einfach auf den Punkt, mega das perfekte Steak für mich. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Also, das wär's doch gewesen, mein Video vom perfekten Steak für mich auf jeden Fall. Hoffe, ihr habt Spass gehabt. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. RBBQ und tschüss.